Und aus unerfindlichen Gründen hatte ich Bildstörungen. Massivst. Also es ist nicht so, dass es nur am TV war. Da hatte ich dann zeitweise gar kein Bild mehr. Sondern zeitweise ist es auch am Laptop, also in der Aufnahmesoftware, abgebrochen. Das heißt, ihr hättet Schwarzbild im Video. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Es kann natürlich auch sein, dass es am Level liegt, dass TV dann ein schlechtes Signal sendet. Warum auch immer. Vielleicht ist es verbuggt. Ich weiß es nicht. Damals habe ich das ganze Spiel natürlich auf dem GameCube gespielt. Entstanden ist das Ganze wahrscheinlich dadurch, dass ich vorhin noch die Xbox zeitgleich laufen hatte, um einen Download laufen zu lassen. Shadow? Let's go. So, jetzt habt ihr den Kappi nochmal kurz gesehen. Ja, und meine Konsolen sind immer gleichzeitig an die Elgato angeschlossen, aber da sie ja im Regelfall nicht gleichzeitig laufen, war das bisher natürlich auch kein Problem. Es ist schließlich einfacher, die Xbox und die Wii nicht ständig umstecken zu müssen. Und dann dieses Kabel und dieses Kabel. Ich zocke auch privat nur noch mit Elgato. Das hat zwei Gründe. Erstens ist es praktischer und zweitens, falls mal was Außergewöhnliches passiert, habe ich es auf Band. Und dann kann ich es euch zeigen. Gerade jetzt bei FIFA, da kommen dann ein paar Videoabschnitte zusammen, wie ihr in meiner Goal Gallery gesehen habt, die ich nicht unbedingt verwende, weil es nicht unbedingt so außergewöhnlich ist. Aber daraus kann ich dann immer noch ein kleines Leckerli, wie ich es genannt habe, rauszaubern. Und das habe ich in dem Fall gemacht und deswegen werde ich diese Taktik auch weiter behalten. Ich verstehe jetzt allerdings trotzdem nicht so ganz, wie diese Fehler zustande kommen. Denn ich hatte nie solche Probleme. Also, ich habe jetzt auch schon einige Sonic Heroes Folgen aufgenommen. Ich meine, ihr habt ja die Staffel mit Sonic schon komplett hinter euch. Wenn ihr sie denn geguckt habt, wenn nicht, könnt ihr das natürlich immer noch tun. Und da hatte ich kein einziges Mal irgendwelche Probleme mit Bildstörungen oder sonst irgendwas. Also leuchtet mir das auch nicht so ganz ein. So, ein paar Münzi-Ringe, ja, Münzen sind es ja nicht, es sind die Ringe, da gewöhne ich mich, glaube ich, nie dran. Ein Power-Up für ein Power-Up für Omega, mir wäre jetzt eins für Rouge eigentlich lieber gewesen. Aber Omega ist auch gut und das ist auch eine blöde Stelle hier. Da kann man sich nämlich schön reinglitschen und dann kommt man nicht mehr raus. Habe ich mich schon über die Kameraführung beschwert? Ich glaube, das mache ich jedes Mal. Ist okay, so schlimm habe ich es noch nicht gemacht, aber die ist zeitweise echt grottig in dem Spiel. Aber das Spiel ist ja auch schon was älter. Ich meine, das kommt von 2002, 2003, da... Also, ne? Das war ja so der Anfang von solchen Spielen überhaupt, dass diese fortgeschrittene Konsolentechnologie überhaupt ins Rollen gekommen ist mit GameCube, Xbox und PlayStation 2. Fire! Und jetzt hat mich echt die Schildkröte nicht getroffen. Komm, geh drauf, Schildi. Brauchen dich nicht. Tschüss. So, rüber hier. So, und das wollte ich im zweiten Take eigentlich machen. Und dadurch wurde ich ja unterbrochen durch diese blöde Bildstörerei. Ich wollte euch um zwei Sachen bitten. Zum einen möchte ich, dass ihr mir wirklich... genau das Kritische, ob positiv oder negativ, ist relativ wurscht, Kommentare zukommen lasst. Heißt, sagt mir, was euch an meinen Videos speziell gefällt. Sagt mir, was euch absolut gar nicht gefällt. Sagt mir, was ich ändern soll. Dann ändere ich das. Ich versuche das alles wirklich umzusetzen. Der ganze Kanal ist noch sehr, sehr klein. Da kann ich das noch. Ich hoffe, er wird irgendwann größer. Aber jetzt kann ich das noch. Soll ich so kommentieren, wie ich es jetzt mache? Soll ich mir ein Witzebuch zur Seite legen, wie Gronkh es immer vorgibt zu tun? Soll ich mir Themen überlegen, also ein bisschen Bloggy-mäßig, so ein bisschen Vlog, dass ich mit euch ein bisschen über aktuelle Themen spreche, die in der Diskussion stehen? Soll ich sowas machen? Das möchte ich wirklich ganz euch überlassen, weil ich persönlich finde es bei Let's Plays eigentlich am schönsten, wenn wirklich über das Spiel geredet wird. Und daran möchte ich eigentlich auch festhalten. Allerdings, wenn ihr jetzt sagt, hey, so
so ein paar finden es vielleicht schön, wenn du hier und da mal so alle paar Folgen, muss ja nicht immer im selben Let's Play sein, einfach mal über die homosexuellen Problematik in Russland sprichst oder von mir aus über Olympia oder was auch immer. Ist ja auch relativ wurscht, ist ja relativ Sahne. Ich möchte einfach nur wissen, gibt es Themen, die euch da interessieren, die ich ansprechen soll? Soll ich über bestimmte Spiele reden? Soll ich mir ein paar Infos zu allem Möglichen zurechtlegen und euch davon ein bisschen etwas vortragen? Sagt mir das, teilt mir das mit. Ihr könnt mir auch Nachrichten schreiben, Kommentare schreiben. Ihr könnt auch auf meinen Facebook-Seiten, es gibt eine Freundes- und eine Gefällt-mir-Seite, sowie auf meinem Twitter-Account mir einfach mal ein paar Nachrichten hinterlassen, mir ein bisschen was erzählen. Da würde ich mich tierisch drüber freuen, über jede Art von Feedback, und sei es noch so negativ. Meine einzige Bitte dabei ist, bleibt freundlich, bleibt sachlich. Ich habe bei anderen Let's Playern schon Sachen gesehen, also da würde es mich nicht wundern, wenn es dem einen oder anderen vergeht, überhaupt Videos zu machen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich schon Sachen gelesen, das ist unter aller Sau. Tierisch frech und wirklich unter jedem Niveau. Vor allem, weil man ja dabei ganz vergisst, das ist kostenloses Entertainment. Ja? Manche verdienen damit Geld, ich zum Beispiel tue das nicht. Also noch nicht. Vielleicht würde das ja irgendwann, aber das liegt anscheinend eher noch in weiter ferne. Und, na, da ist ja noch einer. Da, na, wie kriegt man den denn da raus? Oh. Ich weiß es nicht. Ah, vielleicht wenn man den hier killt. Schauen wir mal, ob das reicht oder ob da noch was anderes nötig ist. Tatsächlich. Zeig mal her, was kannst du denn, Froschi? So, ich bin vom Thema abgewichen. Themen, Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, alles. Ich nehme alles, erzähl's mir einfach. Ich muss mich da auch nach meinen Zuschauern richten, das seid ihr. Stellt euch vor. Und ja, würde ich mich echt freuen, wenn da ein bisschen Feedback kommt. Erzählt mir einfach, was ihr so von mir haltet. Im Einzelnen. Denn dass ihr nicht allzu viel Schlechtes von mir haltet, ist ja eigentlich naheliegend. Weil ihr mich ja guckt. Ne? Und das wäre es eigentlich zu dem Thema. Das zweite wäre, ich gehe jetzt ganz knapp auf die 100 zu. Wenn dieses Video kommt, habe ich vielleicht schon 100 Abonnenten. Das wäre natürlich super, super geil. Aber das ist einfach noch zu wenig, denn um wirklich eine gute Propaganda zu bekommen, die sich wirklich übers Netz verbreitet, wo ich kommentarmäßig und werbungsmäßig fast nichts mehr machen muss, sondern mich auf meine Videos konzentrieren kann, was natürlich euch auch zugute kommt, braucht es einfach noch ein paar mehr Abonnenten. Ich sage jetzt mal so, die Grenzen sind 400, 1000, 5000 und 10.000. Ab da, spätestens ab 10.000, ist es ein Selbstläufer. Es ist nicht so, dass ich mir keine Arbeit machen will, um Gottes Willen. Das macht das Let's Play ja auch aus, dass man sich da ein bisschen Arbeit macht. Aber ich würde wirklich gern mehr Zeit in Videos und Thumbnails und Specials und was weiß ich alles stecken, als dass ich ewig viel Zeit damit verbrate, Kommentare zu schreiben, die im Endeffekt auch nichts bringen. Weil man muss ja auch bedenken, die Let's Player, bei denen ich dann Kommentare hinterlasse, wo ich dann sage, hey, schau doch mal vorbei, die haben auch keinen Bock drauf. Die löschen mich oder die löschen meine Kommentare, also bringt das auch im Endeffekt nichts. Und die normal geschriebenen Kommentare werden sehr, sehr häufig übersehen, weil wer klickt schon einfach nur auf einen Namen, nur weil LP drin steckt. Das habe ich ja auch nur damit gemacht, damit man weiß, dass es ein Let's Play-Kanal ist. Und wir haben das Level übrigens geschafft. So, deswegen jetzt meine Bitte, wo das Level gerade endet. Teilt einfach alle Links, die ihr von mir habt. Das heißt, meinen Kanal, meine Videos an sich, wenn euch da ein Video bestimmt gefällt, und meine Facebook-Seiten. I am Omega, the ultimate E-Series Robot. Ja, Omega, sehr schön, kriegst einen Keks. Und
verbreitet es einfach. Erzählt es euren Freunden ein bisschen weiter. Ihr würdet mir damit extremst helfen. Ich versuche schon sehr viel. Ich versuche, mich jetzt bei mehreren Streams vielleicht einzuschalten. Da bin ich noch auf, ich sage jetzt mal, Partnersuche. Weil nur bei Badeschlappen, das ist halt einfach auch ein FIFA-Metier. Und ich mache ja nicht nur FIFA. Es muss ja bedacht werden. Und dass sich da halt einfach mehr Leute finden. Was ja nicht nur in Sachen nicht mehr nötiger Werbung gut für den Kanal und gut für mich ist, denn die Motivation steigt natürlich auch immens. Wenn du mehr Zuschauer hast, müssen ja nicht unbedingt mehr Abonnenten sein, aber einfach viel mehr Zuschauer, dann hast du einfach mehr Bock an den Videos zu arbeiten, hast mehr Bock Videos aufzunehmen, machst mehr und dann steigt vielleicht auch die Quote, weil du denkst, es lohnt sich ja. Bevor jetzt das Haten losgeht, nein, ich arbeite nicht darauf hin, dass es irgendwann mit Geld ist. Das ist ein Traum und es ist durchaus möglich. Aber das soll nicht das Ziel sein. Ich habe einfach Spaß daran, an Let's Plays, an dem ganzen Gedaddel mit Kommentiererei, dass ich eigentlich meine Selbstgespräche der Welt mitteilen kann. Und das ist so meine Intention dabei. Kann man hier irgendwie runter? Ja. So, ich hasse dieses Ding. So, an dem Seilzug ist man so langsam, das bringt gar nichts. Müssen wir trotzdem vielleicht mal wieder ein paar Sphären einsammeln. Das kann man hier nur nicht, weil hier der Seilzug immer noch nicht zu Ende ist. Jetzt kommt der Ciao-Ballon. Also wie gesagt, teilt alles, was ihr von mir habt. Helft mir dabei ein bisschen einfach. Ich weiß nicht, wenn ihr einen Kumpel habt, ich verkacke das Level gerade. Ja, schön. Shit. Wenn ihr einen Kumpel habt, der auch Let's Plays schaut oder der an sich gerne zockt, dann teilt ihm doch mit, dass es mich gibt. Ich würde mich tierisch freuen, wenn sich ein paar Leute noch in meine Gegend bewegen. Irgendwann, das ist so das Prinzip des Let's Plays, Lost Jungle übrigens, erforsche den nächsten Teil des Dschungels. It's a swamp, so be careful. Das Prinzip des Let's Plays ist einfach die Propaganda untereinander. Here they come. Das heißt, Eggman's robots must be eliminated. Da ist schon wieder so ein dicker Brocken. Nein! Ah, oh, das musste ja passieren. So, also es ist das Prinzip des Let's Plays, einfach, dass die Mundpropaganda das meiste bringt. Irgendwann wird eine Handvoll dabei sein, die es wirklich jedem erzählt, den sie gerade treffen. Und dann sind da wieder fünf dabei und dann steigert sich das. Nur am Anfang braucht man einfach eine gewisse Hilfestellung. Und ich werde das vielleicht auch noch ein paar anderen Let's Plays von mir sagen. Teilt einfach alles, was es von mir gibt. Sei es irgendwelche Links zu meinem Kanal, zu den Videos, zu meinen Facebook-Seiten, was auch immer. Was euch einfällt, was ihr gern teilen möchtet von mir. Ich würde mich tierisch über eure Hilfe freuen. Und je schneller das geht, desto schneller kommt auch ein Abo-Special. So ist es. Ich plane jetzt eigentlich eher auch damit, ein Abo-Special zum 500. Abo zu machen. Weil ich jetzt auch eine gewisse Hoffnung habe, dass auch mal ein 500. Abo geschehen wird, irgendwann in naher, in ferner Zukunft. Und dann wieder bei 1000, 5000, 10.000 und so weiter. Ah, oh, verdammt. Ich wusste, dass doch da was stimmen kann. Na, darf ich mal? So, ein bisschen speedy hier. Ja, also mit eurer Hilfe kann das auf jeden Fall was werden, denke ich. Würde mich tierisch freuen, wenn ich da auf euch bauen kann. Ich weiß, das ist immer so eine Sache mit, ja, Werbung machen, was weiß ich, aber anders kommt man halt einfach nicht voran in diesem Gebiet, in diesem Genre. Ich könnte jetzt auch einfach strikt und ungefragt immer weiter Videos posten und dann wird es auch irgendwann passieren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein ungeduldiger Mensch.
Und meine Videos sind jetzt nicht so dermaßen schlecht, dass man es sich nicht angucken kann. In Sachen Lob halte ich mich zurück, weil ich mich nicht selbst bewerten möchte. Ich denke auch einfach nur, dass meine Videos schon ein gewisses Potenzial haben. Ich denke aber auch, dass noch viel getan werden muss, damit das wirklich richtig gut wird. Aber... Annihilate! Danger! Tape grade ahead! So, aber... Still no match. Hi, Frosch. Alright. I'll take it from here. Ich bringe mich ständig selber aus dem Konzept. Also ich schließe das Ganze jetzt ab, weil das ist auch ein nerviges Thema für mich. Es wäre super, wenn ihr meine Sachen teilt. Es funktioniert sogar mit den Früchten, ist das geil. Ja, super, wenn ihr mir da helft und dann wird hier auch noch einiges anders. Dann versuche ich meine Quote noch ein bisschen zu steigern. Ich bin ja jetzt momentan auch in der Lage, viel aufzunehmen. Versuche meine Quote auf generell zwei Videos am Tag zu steigern. Und vielleicht werden es dann irgendwann auch drei. Ihr müsst halt bedenken, dass ich mehr als ein Spiel Let's Play und dass die Bearbeitungszeit bei allen Videos unterschiedlich lang ist. Und ich versuche einfach ein gewisses Schema reinzubringen. Was bedeutet Chaos Control, dass ich immer versuche, ein Haupt-Let's Play zu haben. Also was wirklich jeden Tag kommt. Mit Ausnahmen natürlich, aber was generell jeden Tag kommt. Und daneben dann halt Let's Plays, die so ein bisschen im Wechsel immer auftauchen. So ein genaues Kalenderplan kann ich mir leider momentan nicht machen. Weil mir dafür einfach noch Ressource fehlt. Also ich weiß nicht, wann was am liebsten geguckt wird. Das habe ich alles noch nicht analysieren können, so im Generellen. Und ich falle jetzt hier gleich ins Wasser. Nee, doch nicht. Da kann ich halt noch nicht so genau sagen, wann lohnt sich was am meisten, wann sollte ich was machen. Welches Let's Play an sich lohnt sich gar nicht. Und so weiter und so fort. Und bevor wir uns jetzt hier in YouTube-Laberei verlieren, erzähle ich euch wieder was zum Let's Play selbst. Wir sind jetzt schon relativ weit vorgedrungen im Dschungel. Und ich weiß hier aus sicherer Quelle, dass hier irgendwo ein Schlüssel ist. Nur hier kann man sich auch schön verglitschen. Bin ich nicht so rum reingekommen? Was ist das denn? Ach so, man soll sich da raus katapultieren. Ja, okay, hier ist kein Schlüssel, aber ich glaube, es gab noch einen. So. Es gab noch einen Schlüssel in so einem Pilz. Und jetzt bin ich... Hä? Wieso bin ich jetzt gestorben? Ach nee, Mann. Ach komm. Ach nö, das ist doch scheiße. Ach, da hätte ich dieses Ding erwischen müssen. Okay. Und schon sterben wir erneut. Das ist kacke. Wir haben jetzt so gut unsere Charakter aufgelevelt und jetzt verlieren wir wieder alles. Mann, 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 Mann. Ja, so ist der Dschungel. Unberechenbar. Aber jetzt sind wir unbesiegbar, na, das ist doch schön. Aber wir können hier trotzdem nicht durchgehen? Oh. Okay. Ich weiß nicht, dass man da durchschießen kann. Cool Story. Jetzt habe ich schon wieder gedacht, ich fall runter. Oh Mann. Oh, schock mich doch nicht so. Okay, ich muss da hoch, ja. So, kurze Konzentration, damit ich hier nicht abkacke. Activation ready.
How to get from here? Du musst hier wohl irgendwo fliegen. Hier war auch was von Fliegen gestanden. Ja. Man muss nur die beiden Frösche aktivieren, damit der grüne Frosch den Kack vom schwarzen Frosch wieder egalisiert. Schau jetzt mal, ob hier oben noch irgendwas ist. Nö. Okay, weiter im Text. Ah, da oben ist eine Ziel-Dings. Ah, immer ein paar Ringe. So, dann können wir Rouge doch noch ein Level abgeben. Und dann wird wieder gegrindet. Sehr schön. Lande, lande, lande. Ich wusste es. Ich verstehe das nicht. Wie kann man denn an der Stelle sterben? Da bin ich bei Sonic auch mehrfach gestorben. Also bei Team Sonic natürlich. Nicht bei Sonic Heroes, sondern bei Team Sonic. I'll take it from here. Aber immerhin habe ich noch ein One-Up mitgenommen. Und ich glaube, wir nähern uns jetzt schon diesem schrecklichen Krokodilverfolger-Level, bei dem man so extrem leicht sterben kann. Ja, das tun wir. Das ist Timing entscheidend. So ein typisches Verfolgerlevel, bei dem man eigentlich nicht draufgehen kann. Aber wenn man das Ding falsch greift, dann halt eben doch. Ist das nicht cool? Nein. Ist es nicht. One-Up verpasst, ist auch egal. Ja, bei dem Verfolgerlevel ist es das Problem, wenn man einmal im falschen Moment A drückt, dann fällt man runter. Das heißt, das ist ein Verfolgerlevel, was keine Fehler erlaubt. Im Gegensatz zur ersten Zone, wo man auch noch getroffen werden konnte und hatte dann keine Probleme. Man konnte einfach weiterlaufen. Das ist hier eben nicht der Fall. Das heißt, hier ein Fehler und es ist vorbei. Deswegen konzentriere ich mich jetzt auch ein bisschen und rede nicht so viel. Und wir haben es tatsächlich geschafft. I knew we could do it. Oh, wow. Oh, ist das ein herrliches Level. Und ich glaube, wenn man auf diesen Pilz springt, kann man oben noch einen Schlüssel holen. Wenn man schnell genug ist, bevor die Frösche es verkacken. Und das wird hundertprozentig eine E. Ja. What's wrong with me? What's wrong with me? Ja, ich weiß es auch nicht. Scheiße. Aber gut, immerhin haben wir das Level geschafft und können jetzt zum Frog Forest Boss. Und ich glaube, das ist ein Kampf gegen Team Sonic, wenn ich mich recht erinnere. Look, it's that hedgehog. Wonder what the big rush is all about. Bet you those guys will end up getting in my way and making trouble. Hey, isn't that Sonic? Talk about being stubborn and full of surprises. Long time no see, boys. Too bad you had to come all this way for nothing. We'll take it from here. What'd you say? Sensors locked on Eggman. Non-compliant intruders will be destroyed. Didn't you know? We have a date with Eggman, too. Is that so? Well, then, it'll be a date to die for. Hey, that's my line! Die Dialoge zwischen Shadow und Sonic sind immer herrlich und Shadow und Sonic sind sowieso epic. Ja, wir kämpfen jetzt gegen Team Sonic und da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall durchsetzen, denn sonst endet unsere Reise hier. Die Musik ist natürlich wieder geil. Und ich bleibe bei meiner gewohnten Taktik. Und hau sie einfach mit ein bisschen Wirbelei aus der Gegend. Es ist nur noch Knuckles übrig, der mich gerade getroffen hat. Und wir haben ihn rausgekegelt. 3-0.
Da, 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 da. B. Just a fake. Seht ihr das auch, dass das kurz wie eine A aussieht und dann kommt doch eine B raus? Also, dass der die A einblendet? Herrlich.